Hallo ihr Lieben, ich bin mit einem kleinen Haul wieder da. Ich wollte einkaufen und ich habe auch eine Bestellung bekommen. Ich war heute bei Kick, bei Rossmann und von EMP habe ich eine Bestellung bekommen. Und das wollte ich euch jetzt mal eben zeigen. Ich habe ja auch schon was in der Hand, das ist von Kick. Ich denke mal, ich lege mit dem auch los, damit ich es aus der Hand habe. Weil ich weiß nicht, wo ich es hinlegen soll. Und zwar habe ich dann einmal hier diese Einhorn Anhänger geholt. 4 Stück sind drin für 1 Euro. Ja, okay, jetzt 4 Stück für 1 Euro ist, naja, grenzwertig. Aber ich mache hier noch den Anhänger für meine Cousine. Ich denke mal, geht vielleicht ein so ein Einhorn da auch nochmal drauf. Was heißt drauf? Also wird damit verbastelt. Und ja, deswegen durfte das einmal mit. Dann haben die bei Kick auch diese, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon gesehen habt, hier diese Herzen in verschiedenen Farben. Ich finde die so schön. Die kosten auch 1 Euro. 8 Stück sind drin, so rum. Ich habe mir die jetzt zweimal, die, also jeweils immer zweimal geholt in diesem Lila. Dann einmal in dieser Farbe, das ist so ein leicht Rosé, aber auch halt Regenbogenfarben. Dann in diesem weißen, in diesem durchsichtigen, sag ich mal, und im Blau. Ich finde die so schön, dass die direkt einziehen durften. Dann habe ich da gefunden zweimal diese Silikonform. Die kam auch 1,99 €. Einmal so rum. Weil ich fand die so süß, so schön mit den Tierchen hier, mit dem Nilpferd, dem Bärchen, die Löwen. Ich finde es auch gut, dass da halt immer so viele noch mit drin sind. Hier sind jetzt hier 5 Löwen, dann glaube ich auch 5 Bärchen. Wie gesagt, ich habe die jetzt zweimal mitgenommen. Finde ich sehr schön. Ich will die ausprobieren und dann mal gucken. Autofahrer werden jetzt wohl immer auf dieses Spray schwören. Und zwar ist das hier einmal dieser Enteiser für die Fensterscheiben, dieses Spray 1,99 € auch bei Kick. Jetzt gerade zu der Zeit, auch wenn es jetzt morgens friert, habe ich mir auch 2 Flaschen mitgenommen. Astrein, ich liebe diese Dinger. Die nutze ich eigentlich nicht sehr gut für die Umwelt, bla bla bla. Den nutze ich einmal sehr gerne morgens. Dann einmal zum Enteisen der Fensterscheiben. Weil ich dann nämlich keine Lust habe, doch noch so großartig zu kratzen. Nun gut, weiter geht's. Und zwar mit Socken. Und zwar diese gigantischen, riesigen Plüschknuddelsocken. Jetzt für 3,99 € einmal halt diese hier und ja, überall Glitzer dran. Meine Mutter hatte sich nämlich auch noch was geholt und meine Socken sind jetzt voller Glitzer. Und einmal hier das hier mit den Herzchen. Jetzt zu der Jahreszeit passt das sowieso gerade sehr schön mit den warmen Socken. Ich bin sowieso in so eine Frostbeule, also durfte das mit. Achso, bei Action war ich ja auch noch gewesen, sehe ich gerade. Bei Action habe ich mir dann einmal. Fehlt da nicht nur was? Bin ich gerade irritiert. Werde ich ja gleich sehen. Auf jeden Fall einmal hier diesen Stempel hier geholt. Hier auch mit der passenden Stanze hier für diesen Spruch, meine ich, ist das hier unten, wenn ich das gerade richtig auch gesehen habe. Mein passt ganz gut. Ich weiß nicht, was das jetzt kam. 1 Euro, etwas mehr wie 1 Euro. Irgendwie so um den Dreh rum. Ich habe jetzt auch keinen Kassenbon mehr hier. Auf jeden Fall den durfte einmal mit. Dann haben die verschiedene Stoffkräfte da gehabt, so Deko-Stoff. Und so ganz viel ist hier drin. Hier auch eine kleine Pappe hier dazwischen. Also verschiedene
Farbenmustern drauf. Und auch dann mehrere Lagen davon. Habe ich, ich glaube, 99 Cent ein so ein Päckchen. Habe ich mir halt einmal diese Variation hier halt geholt. Und einmal diese. Hier seht ihr überall noch Glitzer dran, von dem meine Mutter sich geholt hat. Auch einmal eine Seite Unifarben, die anderen sind mit Muster. Fand ich ganz schön. Durfte dann, wie gesagt, die beiden hier einziehen. Es gab noch mehr davon, aber es hat mich jetzt nicht ganz so gereizt. Bei Teddy haben mich dann einmal hier diese Marker gefunden. Ich habe so ähnliche oder ich glaube dieselben sogar auch schon hier. Kommt man die eine oder andere Farbe, werde ich jetzt doppelt haben, aber das macht mir jetzt nichts. Weil ich brauchte unbedingt ein Grün. Und ich fand dieses Grün halt sehr schön. Das gab es halt leider nicht einzeln. Also habe ich gesagt, dann nehme ich mir die ganze Packung mit. Ich werde für die anderen Farben auch schon eine Verwendung finden. Und ja, dann mal austesten, wie die so sind. So, dann bei Rossmann. Bei Rossmann habe ich dann einmal hier diese kleinen Duschgele gefunden. Übrigens sind die auch für jemanden zum, ich weiß nur noch nicht, ob ich das zum Geburtstag oder schon für Weihnachten lassen soll. Ich weiß auch nicht, ob die Person auch meine Videos guckt. Das weiß ich gar nicht. Aber dann muss sie sich, wenn sie das jetzt halt sieht, überraschen lassen, ob sie das jetzt zum Geburtstag bekommt oder zu Weihnachten noch mit dazu. Ich habe auch an die Düfte schon geschnuppert gehabt. Die kann man ja oben super öffnen und die riechen so toll, dass ich wirklich am Überlegen bin, ob ich nicht für mich selber auch so ein Päckchen holen soll. Ne, so sehen die aus. Das sind halt so kleine Flaschen. Finde ich ganz süß. Und ja, wie gesagt, ich weiß halt nur, ich weiß auch nicht, was die jetzt kam. Ich glaube 4,99 oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber finde ich ganz schön. Deswegen durfte ich es mit. Dann haben die da gehabt hier halt Kosmetikartikel. Diese beiden Liquid Eyeshadow. Einmal von Rival de Loupe Young. Genau, Rival de Loupe Young. Und hier von Essence. Der von Essence ist ein, so ein Roller. Ich weiß nicht, können wir einmal hier. Ja, so ein leichter Schimmer ist hier drin. Ich finde die Farbe, wie gesagt, sehr schön. Ich glaube, 2,50 € kam jetzt der hier. Was der jetzt kam, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube aber auch so um den Dreh rum. Das ist ein etwas dunklerer Ton auch. Ich finde die Farben sehr schön. Vor allen Dingen jetzt auch so zur Jahreszeit, dann passt das schon mal sehr gut. Vor allem auch zu Weihnachten, dann, wenn man sich ein bisschen schick machen möchte. Ich mal eben abmachen. Und ihr seht, es lässt sich auch. Meine Haut glitzert jetzt zwar danach, aber es lässt sich auch gut entfernen. So, und das war es für den Rossmann, beziehungsweise ich hätte eigentlich nur mehr gehabt von Rossmann, aber das habe ich schon verpackt für den Adventskalender. Bei EMP habe ich bestellt. Ich muss mal gucken, dass ich hier vielleicht ein bisschen Platz mache, weil ich glaube, das wird sonst zu. Und hier, nehme ich mal dahin, das schiebe ich mal nach hinten und das auch aus dem Weg. So, ich habe mir bestellt einmal hier dieses Buch, die inoffizielle Harry Potter Bastelbuch. Ich habe es auch schon ausgepackt. Und ich bin sehr gespannt, so was da eigentlich so drin ist an
Basti Ideen. Vielleicht kann man auch das ein oder andere nachbasteln. Zusammen nachbasteln. Achso, das sind Vorlagen, okay. Ich blätter das jetzt einfach nur mal so durch. Alles so interessant. Wie gesagt, vielleicht kann man das eine oder andere wirklich mal nach basteln. Ich schaue mir das mal in Ruhe an und dann kann man ja immer noch schauen. Jawohl, so, das kam auch, sehe ich das hier irgendwo nicht. Hier habt ihr einmal die ISBN, wenn ihr die eingeben möchtet, beziehungsweise man kann es auch einfach so eingeben. 19,99 € kam das Buch. Und wie gesagt, ich lasse mich mal überraschen, was ich daraus zauber. Dann habe ich bestellt einmal diese Fingerhandschuhe. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekommen sind. Achso, übrigens fehlt ein Teil der Bestellung von EMP. Das war leider nicht mehr lieferbar. Wird mir aber nachgeschickt. Das war eine Kulturtasche gewesen. So, gucken, das sind hier auch Einheitsgrößen. Also die haben keine Größen. So sehen die aus. Ne? Ich habe mir gedacht, wirklich fürs auch Autofahren dann morgens, wenn es so frisch ist, dass ich nicht so unbedingt das kalte Lenkrad anfassen muss. Finde ich ganz schön. Ich weiß nicht. Die sind auch schön dick. Also sind jetzt keine dünnen, die sind wirklich dick. Preis bei dem weiß ich jetzt gar nicht. 14,99 €? 12,99 €? Irgendwie so um den Dreh rum. Dazu haben die bei Facebook gerade so eine Aktion. Wenn man bei der Bestellung Expecto Patronum eingibt, kriegt man halt diesen Beutel mit dazu. Den gab es gratis. Fand ich sehr schön. Also habe ich mir deswegen was bestellt. Ich wollte ja sowieso noch was bestellen, halt auch noch für Weihnachten für die Freundin, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Bei den Figuren weiß sie aber auch, dass sie die kriegt, deswegen mache ich da jetzt auch nicht so ein großes Tamtam drum. Die sind auch gut eingepackt hier. Und ich finde die echt schön. Ich überlege, ob ich die vielleicht sogar für mich mal bestellen soll. Aber einmal diese Drachenfigur. Ich finde die echt schön. Auch von der Verarbeitung her sind die echt toll. Und die sind auch super eingepackt. Also die haben hier die Tüte, dann kommen die Luftpolsterfolie. Und dann waren die noch in einem Karton gewesen. Also gut eingepackt. Da konnte nichts passieren. Das ist auch ein Set. So, das ist der zweite Drache. Wie gesagt, ich finde den sehr schön. Finde die Verarbeitung auch sehr gut. Und die kamen 9,99 € das Set. Genau. Ja, und die sind hier so in dem Karton gekommen von Nemesis Now. Genau, steht nichts mehr drauf. Nee. Also die fand ich sehr schön. Mussten deswegen auch mit, weil ich auch weiß, dass die Freundin halt so auch für Drachen ist. Ja, das war mein Haul gewesen. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Video. Tschüss!